Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. So, ich habe gerade überlegt, was wir eigentlich jetzt als nächstes machen wollen. Und so richtig habe ich gar keine Idee, deswegen dachte ich mir, ich nehme einfach auf und gehe mal ganz unvorbereitet ran, wie eigentlich sonst auch. Aber diesmal sogar so unvorbereitet, dass ich nicht mehr selber weiß, was ich machen will. Was haben wir denn hier für Missionen? Ling Ship Delivery von Conny Ling. Alles klar, nee, will ich nicht machen. Red Wind, okay. Red Wind is temporary staffing up. Okay. Delivery. Ja, ja, gut. Eine Delivery-Mission für 4000 Tacken. Also known for tracking down people who double cross us. Okay. Ich akzeptiere das mal. So. Wo soll ich denn da jetzt hingehen? Go to R&R Crusader L4 to pick up cargo. Okay. Ja, das ist auch eine von den etwas neueren Missionen. Ja, Mobiglas geht ja zu. Die haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Gucken wir mal, wie die so geht. Oder haben wir die schon mal gemacht? Ich weiß gar nicht. Haben wir die schon mal gemacht? Auf jeden Fall ist das eine ganze Menge Kohle, die man da kriegt. Für ein bisschen Delivery-Kram. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ich wollte ja eigentlich... warte mal. Wegen dem Quantum Drive. Die Renegade. Was hatten die drin? Die hat jetzt hier den Expedition drin. Das ist der Size 1. So. Der ist jetzt in der Freelancer Mist drin. Das ist der Crossfield. So. Beacon. Crossfield Odyssey. Ach nee, hier. Hier ist Odyssey. Genau, den wollte ich haben. Und der ist drin in der Freelancer Max. Dur, Cutlass. Ich habe die doch gar nicht. Die Max, die Dur. Hm? Die habe ich überhaupt nicht. Na gut. Dann ziehe ich es mal raus aus der Dur. Habe ich ja nicht mal. Na gut. So, Save Changes. Und dann können wir nämlich hier ein bisschen schneller fliegen. So. Und dann spawne ich mir meine neue Titan mit dem neuen Antrieb. Vielleicht nochmal eine kleine Ankündigung an der Stelle. Wir haben nämlich ein kleines Problem aktuell in Star Citizen. So, warte mal. Da. Und zwar das Problem ist, wir hatten im... Wann war das... Oktober kam die 3.3 mit Hurston. Ne, Quatsch, ohne Hurston. Dann kam kurz darauf die 3.3.5 mit Hurston. Und dann kam die 3.4 im Grunde genommen ohne echte neue Inhalte. Ne? Gut, dieser neue District, okay, aber da kann man jetzt auch nicht viel machen. Das heißt, wir haben jetzt technisch gesehen seit, ja, seit ungefähr zweieinhalb Monaten schon den aktuellen Patch mehr oder weniger laufen, also vom reinen Content her. Und das Problem ist nun, das läuft jetzt noch weiter so bis März. Also wir haben jetzt wirklich eine lange Durststrecke leider. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich das Let's Play ein bisschen strecken möchte. Ja, ich kann nicht jeden Tag dasselbe machen. Wir hatten das schon mal. Das war, wann war das? Das war, als die 3.0 rauskam und dann kam die 3.1 ohne irgendwelche Inhalte. Ich glaube, da war das. Oder von 3.1 auf 3.2. Ah ja, ihr wisst ja, wie es ist. Auf jeden Fall, das heißt, wir machen das jetzt so. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass nur alle zwei Tage eine Folge kommt. Ich habe es jetzt schon so gemacht, ohne euch das zu sagen. Ihr habt es auch bestimmt auch gemerkt. Ich wollte aber nochmal kurz zu euch mitteilen, dass da niemand denkt, dass ich keine Lust oder keine Zeit habe. Aber nein, es ist einfach nur nicht genügend zu tun in Star Citizen. So. Ne? Das ist, hat aber mit dem Livestream dann nichts zu tun am Freitag. Da werden wir dann schon irgendwas Cooles finden, was wir da machen können. Das ist nicht das Problem, aber ich kann nicht jeden Tag hier irgendwelche Delivery-Mission machen. Ich denke, ihr habt dafür Verständnis. Ihr könnt es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? So, okay, wir sollen zu Crusader L4. Und da geht's auch schon los. Ja, sie müssen halt ein bisschen noch Content bringen, aber es kommt halt erst, naja, Januar, Februar, März ist das erste Quartal. Das heißt, wir kriegen also irgendwann Mitte, Ende März den PTU mit A-Corp. So ist es ja jedenfalls angesetzt. Dann wird es wieder ein bisschen interessanter, da können wir auch wieder ein paar mehr Folgen machen. Das ist halt immer so ein bisschen hin und her. Ich würde es gerne auch ein bisschen kontinuierlicher machen, aber es ist halt einfach kein Spiel, wo ich jetzt wie bei, weiß ich nicht, bei... Risen, ja, wo ich aber weiß, was ich mache und jeden Tag kommt dann die Folge und ich spiele das Spiel durch und fertig. Das ist es halt ja nicht, ne? Deswegen muss man da ein bisschen anders rangehen. Aber das haben wir ja schon mal gemacht. Ich wollte es bloß nochmal ankündigen. So. Achso, und dann, dass auch keine Missverständnisse kommen. Ich hoffe, ich kriege die Folge heute noch raus am Freitag. Der Livestream, ich habe mich nämlich in der Woche geirrt, geht quasi nächsten Freitag los, ne? Also,
nicht, also nicht heute, wo ich die Folge hier aufnehme, nicht diesen Freitag, sondern erst den nächsten, dass sich keiner wundert. Ja, aber wie gesagt, ich kündige das dann sowieso an. Das werde ich machen immer im Community-Tab. Werde ich nochmal an dem Tag, wo der Stream kommt, nochmal daran erinnern, dass der Stream kommt. Und werde dann auch, falls der Stream aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ausfallen sollte, das dann auch entsprechend dort kommunizieren. Also checkt dann einfach die Abo-Box oder macht das Glöckchen an, wie auch immer. Dass ihr da auf dem Laufenden bleiben könnt, ne? So, ja, das dauert ein bisschen. Haben sie den Bug gefixt? Ja, guck mal, das ist schön. Ich muss mal mein Mikro ein bisschen hier ranholen. Das ist wirklich schön, sie haben das gefixt. Also ich kann jetzt endlich hier raus und wieder rein und die Zahlen bleiben. Das ist wirklich cool. Sehr, sehr schön. Ja, Step by Step. Dab, 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 dab. Badab, dab, 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 dab. Mir ist übrigens aufgefallen, ich kann ein bisschen erzählen, ne, während wir hier rumfliegen, mir ist aufgefallen, dass einige Leute wahrscheinlich erst ein bisschen später zugeschalten haben beim Let's Play und gar nicht die Folge 200 angeguckt haben, denn das schlussfolge ich daraus, dass ihr das Brettspiel, dass einige das Brettspiel gar nicht kennen. Daher mein Tipp für euch, guckt euch mal die Folge 200 an. Ich kann jetzt nicht von jedem verlangen, dass er alle Folgen guckt, aber die Folge 200, die solltet ihr euch vielleicht nochmal reinziehen, wenn euch das Brettspiel interessiert, was ich gebaut habe, weil einige hatten da gesagt, was für ein Brettspiel. Und das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Einfach mal die Folge 200 gucken. Das ist das eine. Und das andere, das habe ich aber auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich mache es gerne nochmal. Wenn ihr wissen wollt, welche Musik ich benutze, also die Abspannmusik oder auch das Radio, was ich jetzt gerade nicht anhabe, das ist in Folge 100. Da habe ich dort die Playlist verlinkt per Dropbox. Könnt ihr euch einfach runterladen. Ja, also braucht ihr auch nicht fragen, einfach Folge 100, könnt ihr euch auch angucken und dann habt ihr dort irgendwo, ich hab vergessen, ich glaube unten in den Kommentaren habe ich es angepinnt oder so, da könnt ihr euch dann einfach die Playlist runterladen, vom Radio, ne? Da ist auch der Song dabei, der Abspannsong, der übrigens Forecasting heißt, also F-O-R-C-E, F-O-R, E, Fore, genau, also F-O-R-E und dann C-A-S-T-I-N-G, Fore Casting von Bert Jarrett. Also das ist auf YouTube, der hat auch einen richtigen Kanal, recht klein, ist wahrscheinlich nur ein Hobbymusiker, ich habe keine Ahnung, aber das gibt's auf jeden Fall. Könnt ihr euch auch reinziehen. Wobei ich sagen muss, die Qualität gefällt mir nicht so gut. Ich habe ja bei meinen Musikstücken, die ich hier benutze, habe ich ein bisschen noch nachbearbeitet, ne? Ein bisschen Rauschen rausgenommen und ein bisschen die Höhen und Tiefen ein bisschen, naja, gemixt besser, dass das einfach ein bisschen hübscher klingt. Mal ganz kurz husten. So. Ach, von außen ist es irgendwie hübscher, ne? Ba-ba-da-ba-ba. Was gab es nochmal diese Mission? Mal kurz gucken hier. Die gab es 4000, 5000, accepted. 4000, 3000, komische Zahlen, ne? 3957. Huh. Tja. Da kann ich nochmal meine Trading-Seite hier aufmachen nebenbei. Wo haben wir sie denn? Vielleicht können wir nämlich noch was traden, weißt du? Gerade so überlegt. Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Na, der lädt aber langsam heute. Gibt's eine neue Version davon? Ah ja. So, das ist jetzt hier, warte mal, das ist jetzt hier Crusader L4, also Crew L4. Das ist das. Kann ich da irgendwas Gutes kaufen? Naja, ich lande erstmal. Gucken gleich mal. Vielleicht kann ich noch irgendwas mitnehmen, weißt du? Ein bisschen Kohle noch extra verdienen. Havana, oh na na. Ach, das müssen wir auch nochmal beheben. Mit diesem kleinen Bug muss man immer erstmal warten. So, und dann kann man hier. So, Menü. Bombs. So, kann ich jetzt hier? Ja, Crusader L4. Kling, 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 kling.
Pickup Site. Ja gut, das wird hier falsch angezeigt. Nee, wir, das ist ganz sicherlich nicht unter der Raumstation, sondern das ist in der Station. So. Gehen wir mal hier runter. Oh. So. Also, kurz noch mal hier drauf gucken. L4, Crusader L4, da gibt es Altruxiatoxin. Echt jetzt? Alles klar. Gibt es auch Widow? Nee, ach so, nee, das ist nur zum Sellen. Stimmt, Kauf muss ich gucken. Crusader L4, da gibt es nur Scrap zum Kaufen. Scrap. Und es gibt Waste. Ja, aber Waste lohnt sich halt überhaupt nicht. Scrap, naja. Ja, kann man machen. Warte mal, wir können mal gucken. Scrap, wo kriegen das verkauft? Ah, das bringt aber wenig ein. Grimhex bringt was. Der Grimhex kann ich es verkaufen. Ja, das wird am besten sein. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich werde jetzt mal das Paketchen holen. Und wenn wir da Richtung Grimhex müssen, dann nehme ich noch ein bisschen Scrap mit. Was ist eigentlich Scrap? Ist das irgendwelcher Abfall? Klingt so, ne? Weiß das gar nicht. Tok, 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 tok. Wer stampft so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Knebel. Bei Crusader L4. So. Lobby. Da stampft wirklich ganz schön, ne? Ah, hier geht's jetzt. Aber auf den harten Böden, da stampft er richtig so. Bam, 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 bam. So. Warte. So. Also dann. Pickup Cargo. Das ist wahrscheinlich hier wieder so eine Box. Stampf, 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 stampf. Und das? Ach ja. Stimmt, hier kann man ja auch Waffen kaufen, ne? Aber die haben, glaube ich, keine besonderen Waffen. Also die haben, glaube ich, nichts anderes als alle anderen. Hier so ein Castorium-SMG, ja. Andere Skins haben sie offenbar, aber ansonsten ist es alles derselbe Schmarrn. Ich sag nichts dazu. Ich finde die KI super. Okay, also. Genau, soll ich hier wieder an so ein Ding gehen? Ich würde gerne pick-uppen. Na komm. Gib mir meine... Was? Was? Error? Wieso Error? Drück mal aufs X. Hm. Hallo, Ihre Maschine ist kaputt. Make a delivery. Vielleicht kann ich es hier machen, weißt du? Make a pickup. Ey, hast du mal einen Knoppers? I think you're confused. Hat er mich gerade beleidigt? Tja, jetzt ist halt die Frage. Ich versuch's nochmal. Pickup. Gib mir meine Box. Schmeiß sie mir hier rein. Error. Wieso? Pickup Cargo? Jetzt wird es wieder angezeigt. Okay, vielleicht hat es irgendwie rumgebuggt. Ist doch hier, ne? Pickup Cargo. So, zack. Ah. So, Pickup. Ich kann es auch stone, ne? Warte mal, stow? Ah, schade. Geht nicht. Okay. Gut, dann... Was kann ich hiermit machen? Das kann ich hier... kaufen, ne? Wo muss ich jetzt hin mit dem, mit dem Ding hier? Ich muss... Delivery Drop-Off. Warte mal. Ist das denn... Ah, okay. Ich soll also zu L5 fliegen. Na gut. Dann lohnt sich da jetzt nicht wirklich was mitzunehmen. Dann nehmen wir jetzt bloß die Box hier, die verschwunden ist. Meine Box ist weg. Ach nö. Blöde Box. Nur weil ich ins Mobiglas reingeguckt habe. Gibt's doch nicht.
meine Box wieder. Ich krieg dich, Box. Ich klitsch mich aber durch den Boden durch und dann... Na gut. Dann muss ich wohl offenbar die Quest abbrechen. Keine Ahnung. Soll ich das machen? Warte mal, ich mach mal Folgendes. So. Was mache ich jetzt? Also, liebe Kinder, nicht das Mobiglas öffnen, während ihr mit einem Paket durch den Raum lauft. Except. Ja, dann tschüss. Dann gucken wir nochmal nach einer anderen. Hier gab's noch andere. So. Need independent pilots to cart a shipment from Green Imperial over to a shelter on Daymar. Gibt auch 4000. Da muss ich jetzt nach... nach nach Hela. Und dann nach Daymar. Gut, da können wir jetzt allerdings tatsächlich ein bisschen traden. Dann nehmen wir jetzt hier mal Scrap mit. Pass auf, wir machen das so. Wir nehmen jetzt mal Crap mit. Also nicht, nee, nicht Crap, sondern Scrap. Wo ist die Titan? Da. 1,55, wir gucken, ob der Preis hier stimmt. Yep, stimmt. Okay, dann gibt man alles her. Ist zwar nicht viel, aber hey, komm. Warum mit dem leeren Frachtraum rumfliegen, wenn man auch ein bisschen was reintun kann? So. Jetzt weiß ich halt nicht mehr, auf welchem Landingpad das hier war. Ich merke mir das immer nie. Ich glaube... Landingpad 04. Ich glaube, es war das. Ansonsten kann ich ja auch einfach ein bisschen rüber schweben. Das war hier nicht das Problem. Euer Captain, Freunde. Uhu. Na, geht nicht auf? Ah, jetzt. So, Landing Pad 04. Na? Huch. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ach, er fährt los. Das ist aber schön. Ah, hat ein kleines Hängerchen heute, offenbar. Lalalala. So, wo ist meine Avenger? Natürlich auf der anderen Seite, okay. Dann fliege ich halt. So. Geht ja fix. Habe ich auch noch nie gemacht, hier draußen rumfliegen, ist auch mal cool. Im Winde des Weltraums, wenn die Waffen wieder abdrehen, ist auch schön. Oh, es ist heute ein wirklich stürmischer Tag im Weltall. Puh. So, ich stehe unten wie so eine Eins, weißt du? Okay, gehen wir erstmal bis an die Seite. Nicht, dass wir irgendwie runterknallen und sämtliche Dinge brechen. Klang. So. Dann begutachte ich nochmal meine Fracht, ob die auch wirklich gut verstaut ist. Das ist ja auch wichtig, ne? Ich würde sagen, das ist okay. Haben die nicht mal gesagt, die haben das irgendwie hier hinten enger gemacht, dass man noch irgendwie durchlaufen kann? Also ich weiß nicht. Kommt mir ein bisschen eng vor. Aber gut, wir haben ja noch die Möglichkeit, vorne einzusteigen. So. Und die Grimhex nimmt mir Scrap ab. Für 1,70. Oh, das ist doch nicht schlecht. Mach mal 15 Cent Gewinn pro Unit. Da gibt's Schlimmeres. So. Nio. Okay. Auf nach Yela. Beziehungsweise wollen wir erstmal zur Grimhex. Ach, guck mal, da müssen wir eh hin. Das ist perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Insuffizient Fuel.
Okay, warte. Ich habe entschieden, dass ich erst nochmal auftanke. Das ist halt der Nachteil bei dem Quantum Drive Size 2. Der Treibstofftank, also der Inhalt sozusagen, der bleibt gleich groß. Ich will mal gucken, ob ich immer noch so auftanken kann, ohne dass ich lande. Gucken, ob das noch geht. Einfach mal hier so irgendwo hinstellen, ganz kackenfrech. So. Gucken, ob das geht. Ja, not available. Okay. Dann muss ich halt. Menü. Homs. Klick. Ich stelle mich dann wieder hin hier. Oh Gott. Na schön. Ich muss noch fix auftanken. So. Quantum Fuel. Zack. Da haben wir dann wenigstens unsere Treibstoffkosten wieder drin. Glück, 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 Glück. So. Super Sache. Oh, jetzt aber. Ich kann ja mal Radio anmachen. Warte mal, da habt ihr mal ganz kurz keinen Sound. Sekunde. Muss ja nochmal ganz fix. Habe ich mein Radio habe ich schon die ganze Zeit nicht wirklich benutzt. Star Citizen Radio. So, Achtung. It's been. Ah, es wird lauter. It's been. Das war schön. Sehr schön. Okay. Ja. So, okay, los geht's. Einmal ganz kurz mal husten. Eben, Moment. So. Irgendwie ist das Sound schon so ein bisschen lauter, oder? Kommt das so vor? Das reicht, glaube ich. Okay, was haben wir noch? 14. Noch 14 Kilometer. Weißt du, was irgendwie lustig ist? Wenn man das hier aufnimmt, also wenn ich hier aufnehme, ne, habe ich immer das Gefühl, wenn ich irgendwie ein bisschen länger mal irgendwo hinfliege, so wie jetzt Quantum Drive mache, ein bisschen längere Zeit, dass irgendwie so ein schreiendes Kind hinten sitzt und sagt, wann sind wir bald da? Irgendwie so leicht gestresst fühlt sich das immer an. Aber ich meine, man will es ja auch nicht unbedingt in die Länge ziehen, ne? Auf der anderen Seite, wir haben ja eigentlich Zeit. Tja. Ich denke, so ein kurzer Sprung geht schon mal. Ich habe extra den schnellen Quantum Drive eingebaut. Extra den schnellen. Nur für euch. Ich habe ja Zeit. Mir ist es ja im Grunde egal. Wahrscheinlich wird es hier aber jetzt eine Doppelfolge, weil die erste Quest nicht funktioniert hat. Aber ich denke, wir machen mal eine Doppelfolge. Die aber dann auch trotzdem nur alle zwei Tage kommt, in dem Fall. Ne? Ein bisschen Kommentare vorlesen vielleicht. Ein paar Kommentare. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Nee, das war meine Uhr. So. So. Was haben wir denn da? Der Markus, Markus Modellbau schreibt. So, habe ich fast alle 279 Videos angeschaut. Jetzt erstmal eine virtuelle Kreditkarte besorgen und dann kann ich es mir auch endlich holen.
Ich bin begeistert von dem Game. Aurora oder Mustang Starterpaket. Ja, naja. Im Grunde genommen gleiche Regel wie immer. Solange sich das nicht ändert zumindest. Die Regel lautet, wenn du sowieso vorhast, ein bisschen mehr Geld reinzustecken, kauf dir den Mustang, weil die ist $5 mehr wert. Da kannst du auf die Avenger Titan upgraden. Oder wenn du sagst, nö, ich will nur das Starter-Package haben und sonst nichts rein investieren an Geld, dann auf jeden Fall die Aurora. Weil die hat ein Bett, ne? Die ist begehbar, das heißt, du kannst ein Päckchen abstellen. Das kann die Mustang alles nicht. Die kann dafür ein bisschen besser kämpfen, aber das ist, glaube ich, nicht so relevant bei den Starterschiffen. Also von den Starterschiffen her ist die Aurora auf jeden Fall besser. Ja. Aber wie gesagt, mein Geheimtipp ist, kauf dir das Schiff. Also nicht das ist jetzt die Farbvariante gelb-blau, sondern kauf dir halt die weiße, die normale Avenger Titan. Die reicht vollkommen zu. Und da zahlst du, wenn du dir das Mustang Alpha Starter Package kaufst, nochmal $20 obendrauf, also ungefähr 16 Euro plus Steuer. Ich finde, das kann man noch vertreten, ne? Als Einsteigerschiff. Das ist eine gute Wahl. Das ist halt immer so mein Tipp. Soll ich euch mal bei Folge 400, sind wir ja eigentlich auch schon bald, soll ich euch mal dann eine neue Playlist hochladen? Zum Downloaden vom Radio. Ich habe da viele neue Titel drin. Kann ich gerne mal machen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das haben wollt. Das wäre dann quasi die aktuellste Playlist. Vielleicht kommt da was bis dahin dazu. Dann packe ich das noch mit rein. So. Okidoki, dann sind wir hier. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt einen kleinen Cut und der Rest kommt dann in Teil 2. Also, bis gleich. With 65 degrees, last time I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. Wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?